Willkommen, liebe Leute, zu Let's Play Mario Kart DS. So sieht's aus. Erschienen ist das Spiel 2005 auf den Nintendo DS und hat sich dermaßen gut verkauft. Ich würde behaupten, das ist immer noch wirklich eines der besten Mario-Spiele überhaupt. Ach ja, war eine schöne Zeit. Damals, wie das Spiel frisch erschienen ist, kann ich nur sagen, auf jeden Fall macht das viel Spaß, es auch heute noch zu spielen und dementsprechend jetzt auch das Let's Play Projekt. Bevor jetzt wieder die ersten, also wir machen Grand Prix 50 CSM erstmal, neben Mario und seinem klassischen Mario. Bevor als ersten wieder jetzt hier dauernd die Fragen durchlöchern, habe ich eine DS-Capsa-Card, das sieht da sehr danach aus. Ganz kurz, ich nehme Pilz-Cup. Damit fangen wir jetzt auch an. Ich verrate es mal noch nicht. Also, ihr könnt euch überlegen, ist das hier eine Nintendo DS-Capsa-Card? Sieht das aus, ob das mit einer Capsa-Card gemacht wurde oder nicht? Und da rausher quasi könnt ihr euch das überlegen. Im Prinzip. Keine Ahnung. So. Aber wie gesagt, das hier ist im Jahre 2005 wurde Nintendo DS. Der Nachfolger ist Mario Kart 7 für Nintendo 3DS. Ich konnte das schon ein bisschen, ich sag mal, nice spielen. Das ist ein blödes Wort, aber es ist so. Und ich fand es eigentlich erst ganz cool. So, es gab einige neue Features, Beispiel dieses Item hier, von dem ich nicht mal genau weiß, wenn ich ganz ehrlich sein soll, was dieses Item bringt. So geht's mal. Bam, der hat der erste Bombe bekommen, damit bin ich hier am Start. So. Ich bin der King, so in etwa. Keine Ahnung. So, ich hab bewusst mich dazu entziehen, übrigens beide Bildschirme einzublenden, weil auf den unteren, der ist zwar nur kleiner, aber egal, das sind auch, sag mal, sehr wichtige Informationen, ne? Zum Beispiel nämlich, da ist einmal die Map und welcher Platz wer jeweils einnimmt und so weiter. Und da habe ich mich für dieses Design entziehen, weil es doch ein klassisches ist, sagen wir mal, was, jetzt wird es getroffen vom Blitz, was mehr, also auch andere YouTuber haben. So, das für die Runde 3, bin ich ja mal gespannt. Also auch einige haben mich gefragt, denn dieses Projekt ersetzt jetzt Mario Kart 8, das hat nun mal doch auch schon eine lange Zeit ist und tatsächlich, aber hat mal lang genug, ich glaube 30 Part oder so, die reißen auch Mario Kart 8 Online. Da kommt Neues ran und da habe ich mich jetzt für dieses entschieden. Einfach weil dies ein doch so ein sehr cooles Mario Kart ist. Und ja, danach, nach dem Let's Play wird wahrscheinlich der Wii-Part folgen. Das weiß es aber noch nicht und wir werden erst da sauber, weil es bei 50 CSM eigentlich auch sehr schwer ist, dies nicht zu werden. So, wir sind das im Ziel. Hier sieht man jetzt auch die Ergebnisse. Das war auch ein Grund, weshalb ich das einfach einblenden wollte. Klar, das ist jetzt relativ klein im Verhältnis vom ersten Screen, aber das ist egal. So, wir klicken auf weiter und spielen schon gleich die zweite Runde. Ist das nicht nice? Ich hoffe, das passt auch so alles von den Toneinstellungen. Ich hoffe, es ist. Wäre doof, wenn nicht, aber ich weiß es halt nicht. Aber ich glaube, es passt. Weil ich muss mit dem zuerst hier an die Capture-Card gewöhnen. So mit einer Einstellungsmöglichkeit. Ich habe jetzt auch ein neues Mikro.
was ich aber glaube ich erst in ein, zwei Tagen oder so in einem Video vorstelle. Wenn ich gerade richtig überlege, ja, das macht Sinn. Mensch. War unnötig hier gerade, unnötige Aktion. So, und hier habe ich einen Panzer. Und da kann ich jetzt nur sagen, sobald mir der Typ nur in die Quere kommt, der erste ist. Ich. Ja. Hallo? Das hat meine Steuerung gerade kurz versagt. Das ist ein Bug. Der ist mir nicht zum ersten Mal aufgefallen in Mario Kart DS. Ich befürchte, der wird uns auch noch ein, zwei andere Male, habe ich so die Gefahr, über den Weg laufen, dieser Bug. Frag mich nicht wieso, aber es ist so. So, wir sind in Runde 3. Wie schnell vergeht denn die Zeit, wenn man einfach nur labert? So. Ja, vielleicht mal ganz kurz gesagt, das hier ist jetzt nicht quasi das neue News-Format. Das hat der Mario Kart 8 dann letztlich ein News-Format rausgemacht. Dies dient nicht dazu, dies ist ein normales Let's Play. Das News-Format, da mache ich, dieses Top-News-Format. Ich werde diesmal nur Dritter. Und vorhin habe ich noch gesagt, es ist sehr schwer, nicht Erster zu werden. In 50 CCM, das ist mir leicht peinlich. Aber gut, ich bin auch weiter und mache es alles offen. Ich hoffe, den Toll zum Positiven. Aber was hat die? So. Diese Strecke könnte euch bekannt vorkommen. Wenn ihr mal in das Blaze von Mario Kart 8 schon angeschaut habt oder selbst eine View besitzt und dieses Game. Denn diese Bahn gibt es 1 zu 1 in Mario Kart 8. Mit der Ausnahme, dass man in Mario Kart 8 hier an dieser Stelle fliegt. Was man hier aber nicht tut, da es in DS-Ableger das Fliegen noch nicht gab. Dies wurde erst im 3DS-Teil Mario Kart 7 eingeführt. Dies am Rande. So, hier haben wir ein neues Item, nämlich dieses Geister-Item. Das habe ich dann auch nicht mehr gesehen. Ich glaube, das gibt es weder in Mario Kart 7 noch in Mario Kart 8, vorgängerweise nicht. Das klaut ein Item, wie ihr gerade gesehen habt. Ein Item klaut das jemanden. Dieses benutzt man dann quasi. Der war es jetzt ein grüner Panzer, mit dem es ein Bowser gerade abschießen konnte. Konnte man kennen, also das generell so die Geister konnte man kennen, sage ich jetzt mal. Zum Beispiel aus Mario Party 1 gab es auch die Geister, die haben da halt Sterne geklaut. Ich muss gerade zurückerinnern an das Let's Play von Mario Party 1. Das war auch aufwendig, dafür habe ich mir extra eine N64 geholt. Hat sich aber auch gelohnt gehabt damals, ach ja. War ein ganz cooles Projekt. So, den Yoshi, den überholen wir jetzt. Ach, der fährt da in so eine... Ach, ich weiß auch, wozu die Box ist. Das ist ja praktisch. Danke, Yoshi. So, du losgefahren bist. Du bist quasi unser, Versuchs... Kein Dienst, den man so nennen mag. Und diese Abkürzung, wenn man sie Abkürzung nennen mag, hat es jetzt auch vollgebracht. Ist... Was mache ich da? Ich weiß. So. Gut. Ja, grafisch natürlich sieht das nicht mehr ganz. Das sieht das nicht. Ja, ist halt DS-Grafik. Ne, aber es macht halt Spaß. Es macht wirklich Spaß. Ich würde nicht sagen, dass es unbedingt viel weniger Spaß macht als Mario von 3DS in Mario Kart. Ne, also. Ich finde, grafisch kommt es vor allem bei Handhelden. Ne, wo der Bildschirm ja nicht so groß ist, kommt das nicht so krass drauf an. Klar, wenn ich das jetzt hier, Bildschirmform auf dem Beamer habe, da merkt man schon, es ist verdammt verpixelt. Grafik verdammt normal nicht gut. Aber ungelogen auf so kleinen Handheld. Wenn da 480p kann, dann ist das relativ gleich, selbst bei den Handys. Ob die jetzt HD sind oder 480p, das ist also 720 oder 480, das ist relativ egal. 480 ist noch die letzte Stufe vor den HD, ich weiß. Die ist aber für Handys und Nintendo 3DS-Bildschirme finde ich genauso ausreißend. Die brauchen nicht 3D, weil man den kleinen Unterschied ja eh nicht sehen würde auf den Handys. Ne? So, denn, wenn es lohnt, ist das nicht.
war das Wichtigste, das anderes mit dem Tablet. Wobei auch da, ne, da kommen auf einmal Tablets, die sollten zu einer HD können, weil da merkt man, und das sieht man schon, war bei so kleinen Screen, wie ein Handy oder ein 3DS, die eben hat, finde ich, merkt man das nicht so sehr. Tablet sollte nicht so ein AD wenigstens können, muss ja nicht das Full AD sein, wäre aber natürlich besser. Und wir hoffen mal, dass Baldur's Gate auch so ist, aber das ist ein ganz anderes Thema. So, hier ist das Mansion ist hier die nächste Bahn, die wir zu spielen haben. Gibt es jetzt so in dieser Form, wie die jetzt hier ist, auch nicht auf dem 3DS oder Wii U. Ich vergleiche das nur mit den beiden, weil das die einzigsten beiden sind, die ich noch gespielt habe. Sind dann halt wirklich die direkten Nachfolger von Mario Kart DS. Mario Kart Wii habe ich das nicht einbeschlossen. Wie gesagt, habe ich sogar mal bei einem Freund gespielt, besitze ich selbst aber noch nicht. Dies wird es aber vermutlich nach diesem Display hier ändern. Mal sehen, weil es gibt ein paar coole Mario-Teile. Der Mario Kart DS. Mario Kart 8 haben wir, wobei da haben wir auch nur einen Online-Mode, da mussten wir nur mal den normalen irgendwann was halt spielen, weil da halt auch abwarten lässt, ob das nicht bei der Switch einfach nur ein, ich sag mal, Remake ist für Mario Kart 8. Und dann kann man es einfach gleich mit dem gebunden machen oder so, keine Ahnung. Muss ich mir noch was überlegen, wie ich das mache. So, auf jeden Fall habe ich Faden verloren. Ist immer so, wenn ich ranfahre. Achso, ja, jetzt weiß ich wieder, wo ich drin geblieben bin. Mario Kart Wii, dann haben wir noch Mario Kart auf den N64, Mario Kart Double Dash. Was, wenn ich mich richtig erinnere, kann auch sein, dass es falsch ist. Wie immer Angaben, ohne Gewehr. Dann haben wir eben noch dieses Mario Kart Super Circuit für den Game Boy Advance. Und dann haben wir eben noch ein Last but not least, das überholt mich Jossi, und die Kleckse kommen, Mario Kart für SNES, das Name ich gerade vergessen habe. Dies war dann auch das erste Mario Kart überhaupt. Macht, denke ich mal, auch Spaß, das zu spielen. Oh, das war der Nei. Kommt aus jeden Fall auch noch. Darauf konntet ihr euch verlassen. Und schon wieder überholt mich so eine Drecksau. Soll man... Ah, gut so. Also... Wie gesagt, im nächsten Part sage ich dann etwas, wie ich dieses Spiel spiele. Also ob ich selbst eine Capture Card habe oder es auf dem Emulator habe oder so. Jetzt könnt ihr euch mal... Das finde ich jetzt aber nicht toll. Könnt ihr euch mal überlegen, was es haben könnte. So lustiges Rätsel raten. Keine Ahnung. So, ganz toll, wir Faden verloren. Ja, dann sage ich im nächsten Part. Vielleicht können wir uns dann auch darüber unterhalten, wie ich einfach so Retro-Konsolen aufnehme. Das interessiert einige, wie ich so Retro-Let's-Plays mache. Aber ich da selbst Original-Konsole habe. Dazu kann ich mal eins sagen, es ist unterschiedlich, kommt auf Konsole drauf an. Ganz geil. Dazu werde ich aber im nächsten Part mehr sagen. Was eigentlich wird das Thema, ne? Ich weiß es aber noch nicht. So, und ich frage aus, welchen Durst. Das passiert mir in letzter Zeit leider regelmäßig, weshalb auch immer. Es ist nur schade, dass man hier irgendwie nicht den, das ist nämlich so viel besser. Jetzt habe ich einmal auf den Touchscreen unten gedrückt vom Nintendo DS. Hoppala, hoppala, hoppala. Und jetzt haben wir nämlich schon... Hier tatsächlich... die viel bessere Übersicht, wie ich finde. Die ich vielleicht hätte einstellen sollen von Anfang an. Und ich wette, da wollte es erster noch werden, oder? Komm, Donkey Kong, verpiss dich. Ich konnte noch Erster werden. Jopp, nice. Ich bin noch Erster. Ja, cool. Gesamtpunkt, ne, 36 Punkte. Bin zufrieden. 40 wäre, glaube ich, das Höchste geworden gewesen. Keine Ahnung. Hier sehen wir ein rasantes Rennen zwischen Mario und Co. Und dann kommt noch die Ergebnisanzeige. Platz D. Nice. ABCD. Bin ich mit eigentlich ganz zufrieden.
Glückwunsch auf jeden Fall. Ganz große Leistung. Und bei den Bildern hier bedanke ich mich fürs Zusehen. Liebe Leute, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann, macht's gut. Danke fürs Husauen.